heute gibt es wieder einen Tipp. Und zwar den Tipp, bleib ist unnötig. Viele verwenden, wenn sie ihren Hund hinsetzen, nochmal das Signal bleib. Was willst du deinem Hund damit sagen? Dass er nicht wieder aufstehen soll. Aber für mich persönlich bedeutet ein Sitz oder ein Platz, dass der Hund so lange sitzen oder liegen soll, bis ich sage, okay, du darfst wieder. Deswegen ist ein Bleib völlig unnötig. Man überträgt damit nur die Anspannung und dieses Gefühl, hoffentlich bleibt er jetzt sitzen oder liegen. Und es ist sehr unnatürlich, wenn man sich rückwärts von dem Hund wegbewegt und sagt, bleib, dann sagt man nicht nur körpersprachlich, komm mit, sondern man überträgt auch seine ganze Anspannung bzw. seine Angst, dass der Hund aufstehen könnte, wieder auf den Hund. Wenn ich zu meinem Hund sage, sitz, dann soll er so lange sitzen bleiben, bis ich wiederkomme und sage, okay, du darfst wieder. Deswegen ist das Bleib völlig unnötig.